köstliche Unterhaltung bei Marienhof. Mit Texicana Salsa, der fruchtig-scharfen Grillsoße von Maggi. Es wird viel passieren. Ja. Nur Bilder von Elena und von Bruno. Da bist du, da ist David. Ich bin Amelie. Grauenvolle Vorstellung. Sie weiß nicht, für wen sie sich entscheiden soll. Sie mag beide und sie steht unter Druck, verstehst du? Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass die Finger von ihm. Da musste ich eben in die Trickkiste greifen, um ein bisschen nachzuhelfen. Und was heißt das? Ich bin ausgezogen. Ich wohne ab heute in der Pension. Dr. Lederer, Dr. Lederer, Dr. Lederer, Matthias, wo bist du? Matthias! Es wird viel passieren. Matthias, wo bist du? Matthias! So, ich rufe jetzt im Krankenhaus an und sage, dass Regina sich verspätet. Ja, guten Tag, Lisa Busch hier. Ich bin die Hausärztin von Frau Zierkowski und sie hat morgen einen OP-Termin und sollte eigentlich heute schon... Lisi ist schon bei Ihnen. Was? Ja. Verstehe. Moment mal. Es ist was passiert. Regina ist schon im Krankenhaus. Hören Sie? Ja. Alles in Ordnung. Danke. Danke, Wiederhören. Was ist passiert? Dieser Massenunfall auf der Autobahn. Matthias und Regina waren mittendrin. Ist sie verletzt? Ja, aber sie wissen noch nicht. Warte, eure Taschen! Bitte meldet euch. Mach ich. Weißt du, das Problem ist nur, dass ich meine Finger nicht von deiner Schwester lassen kann. Dann wirst du deine Finger verbrennen. Dafür sorge ich höchstpersönlich. Hast du mich verstanden? Dann stimmt's also doch, ja? Amelie. Du willst Marlon und mich auseinanderbringen? Nein, ich David, hör auf. Ich glaube das nicht. Das ist wirklich das Allerletzte. Komm. Zwei Kaffee, bitte. Oh, wenn du mir heute Vormittag nicht geholfen hättest, ich hätte das nie geschafft. Hätte ich doch gerne gemacht. Ich habe ja Ferien. Ja. Im Gegensatz zu Steve, der muss leider auch im Knast befinden. Oh, wie geht's ihm denn? Er hat ziemlichen Stress, weil er das alles aufholen muss, was er nicht versäumt hat. Hm. Wenn du mich fragst, hat er totales Heimweh. Er ist doch einfach zu cool, um es zuzugeben. Oh, der arme Kerl. Ich zahle dann auch gleich, ja? Klar, Moment. Was für Friedrich? Ja, von dem Theaterverlag. 4,50 bitte. Ja, stimmt so, danke. Dankeschön. Habt ihr immer noch Stress deswegen? Ja, dabei habe ich jetzt das Stück wirklich an den Verlag geschickt. Ja, dann mach den Brief auf, da ist auch die Antwort drin. Ja, ich habe Angst. Was ist, wenn die schreiben, dass ihnen das Stück nicht gefällt? Dann hätten sie doch das ganze Manuskript zurückgeschickt. So kleiner der Brief, desto besser die Nachricht, würde ich mal sagen. So viel ab. Hallo. 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 Ich lasse euch da mal alleine und gehe einfach telefonieren. Ja. Durch? Nein, ich freue mich. Professor Müller-Dermsen, bitte in die Notaufnahme. Ihre Mutter ist schnell in der Notaufnahme. Aber von Matthias fehlt noch jede Spur. Hoffen wir mal, dass er in einem anderen Krankenhaus ist. Was ist mit unserem OP-Termin? Der muss verschoben werden. Nach dem Unfall ist Regina dazu noch nicht in der Lage. Dr. Seibold, bitte in die Notaufnahme. Ja, ich habe gegen die letzte Telefonrechnung wieder Einspruch eingelegt und sie um Drittel gekürzt. Danke. Ach, keine Ursache. Wenn die zurückschreiben, gibst du mir dann gleich den Brief, damit ich entsprechend reagieren kann? Ja. Ist irgendwelche Post für mich dabei? Nein. Ja, dann werde ich mal wieder. Ja, meine Mittagspause ist auch gleich rum. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Na, und? Alles gut gelaufen? Mhm.
Guck mal, du hast ihm den Brief nicht gegeben. Oh, nein, ich habe mich nicht getraut. Mann, das wäre eine Chance gewesen, eine Wiedergutmachung. Nein. Ich habe einfach Angst, dass er durch meine Aktion noch wütender wird auf mich. Ich muss mal schnell verschwinden. Bis gleich. Ich leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Das ist doch nicht so wichtig. Doch, das ist wichtig. Ich möchte, dass du weißt, dass ich auf deiner Seite stehe. Ich habe nicht durchschaut, dass David dich reingelegt hat. Hab dir auch noch Vorwürfe gemacht. Es ist okay. Es ist vorbei. Es war nur ein Missverständnis. Sowas darf uns nicht nochmal passieren. Das wird's auch nicht. Was passieren? Ich weiß es nicht. Ich stand am Ende von diesem Stau und kam ein LKW und es hat furchtbar gekracht. Schön, dass du da bist, Emanuel. Ich freue mich auch. Ehrlich, Mama. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Was ist mit Matthias? Wo ist er? Lisa, ich bin leider im Moment noch nicht. Du musst doch wissen, wo Matthias ist. Er war direkt neben mir. Lass ihn mir. Der ist bestimmt in einem anderen Krankenhaus. Regina, bitte beruhig dich. Ich werde dich sofort erkundigen, okay? Matthias, los. Nein, beruhige dich. Ich muss bitte. Nein. Matthias, dem geht's bestimmt gut. So, bitte. Oh, Platz. Mir fällt übrigens auf, ich habe seit Tagen schon diesen Benno nicht mehr gesehen. Vielleicht lässt er uns ja jetzt endlich in Ruhe. Schön wär's, Tanja. Er wird alles Mögliche versuchen, unsere Piccolina zu finden. Jetzt, wo er weiß, dass er ihr Vater ist. Bis er nicht zurückkommt, müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, wirklich. Aber was? Ja, komm her. So, Professore, das macht 13,60. Ja, ja. Fünfzehn. Danke, stimmt's. Ah, Platz. Hallo. Hallo, darf ich mich kurz setzen? Ja, ja, ja. Du hast doch mal gesagt, dass man lernen muss, andere Menschen zu verstehen. Denn nur wenn man sie verstehen kann, dann kann man ihnen auch verzeihen. Entschuldige, Pia, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich will mit dir die Probleme von Inge und mir nicht besprechen. Schade. Du hast sogar mal mit uns im Unterricht darüber geredet, über Verstehen und Verzeihen. Ja, ja, aber das war im anderen Kontext. Das hier ist was Privates. Das ist unsere ganz persönliche Geschichte. Und die geht nur Inge und mich was an. Ich will mich doch da auch gar nicht einmischen. Ich würde mir nur wünschen, dass du Oma wenigstens eine Chance gibst. Und das hier, das wäre vielleicht echt eine Möglichkeit dafür. Oh, vom Verleger. Das ist der Beweis, dass sich Oma wirklich Mühe gegeben hat, alles wieder gut zu machen. Bis später vielleicht, ja. Ist ihr schon auf der Wachstation? Das ist ja immerhin ein Fortschritt. Ja. Danke. Hallo. Hallo, Lisa. Ich wollte dir nur schnell Bescheid geben. Spätestens morgen früh wissen wir, wo Sie Matthias hingebracht haben. Auf jeden Fall müssen wir nicht mehr mit dem Schlimmsten rechnen. Oh, Gott sei Dank. So, ich habe Post von Elena. Hier, das ist mein Enkelkind. Oder besser gesagt, das wird es mal. Wahrscheinlich kannst du viel mehr drauf erkennen als ich. Ja? Hallo. Hallo, Emanuel. Hallo, Emanuel. Hallo. Schau mal, Elenas Baby. Wenn das hier überstanden ist, dann muss ich sofort zu ihr nach New York. Erstmal musst du wieder gesund werden. Ja, und Matthias auch. Da musst du mich mit nach New York. Ach ja? Elena wird sich bestimmt freuen, ein bisschen Unterstützung zu haben, wenn das Baby da ist. Ja, ja, immer mal langsam mit den jungen Pferden. Ich muss mich mal um mein Zimmer kümmern. Danke.
Ist Amelie da? Moment, ich glaube nicht, dass sie dich sehen will. Nur kurz. Ich habe ein Geschenk für sie. Hey. Kennst du die noch? Um die Lakritzbonbons haben wir uns früher immer gezankt. Heute kannst du die ganze Tüte für dich alleine haben. Findest du nicht, dass du dir es ein bisschen einfach machst? Nach allem, was passiert ist? Es war nicht ganz korrekt von mir, ich weiß. Aber ich hatte meine Gründe, das musst du mir glauben. Ach ja? Was für Gründe denn? Das geht dich gar nichts an. Das ist eine Sache zwischen Amelie und mir. Das geht Marlon sehr wohl was an. Der ist dir also wichtiger als ich? Ja. Wenn du dich weiter so widerlich benimmst wie im Moment, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Was meinst du denn damit? Dass sich unsere Wege trennen. Du lebst dein Leben, ich lebe meins. Du kannst dich aber gerne bei mir melden, wenn du wieder normal bist. Hey. Wow, du warst knallhart. Anscheinend ist das die einzige Sprache, die David versteht. Nein. Er war noch nie so. Ich verstehe einfach nicht, was mit ihm los ist. Du solltest versuchen, ein bisschen zu schlafen. Ich kann jetzt aber nicht schlafen. Es ist aber wichtig, dass du dich schnell erholst. Wegen der Transplantation. Du weißt, die war eigentlich für morgen angesetzt. Mach mir aber Sorgen, Matthias. Regina, die werden uns sofort Bescheid geben, sobald sie was wissen. Du musst jetzt einfach nur mal an dich denken und dich schonen. Mit so einem Schock ist nicht zu spaßen. Auch wenn du bei dem Unfall glimpflich davongekommen bist. Ja gut, Frau Doktor. Du weißt, die können mit der OP nicht ewig warten. Aber dafür muss dein Kreislauf stabil sein. Ja, das hat Dr. Lederer auch gesagt. Gestatten, Löwenzahn. Matthias! Unkraut vergeht nicht. Heute geht aber auch wirklich alles schief. Das kann doch nicht sein. Ich werde wahnsinnig. Oh je, oh je, Scherben bringen Glück. Warte, ich helfe dir. Ich helfe dir. Ach, Gott. Ach, bitte schön. Ja. Schau mal. Soll ich den auch wegwerfen? Oh, untersteh dich. Hat mir Pia gegeben. Ach, dieses kleine Luder. Ach, Inge, die hast du nur gut gemeint, genau wie du auch. Ja, aber du hast ihn ja noch gar nicht aufgemacht. Ach, das ist jetzt nicht so wichtig, das machen wir zusammen. Das war keine gute Idee, da in die Pension zu ziehen. Das löst die Probleme doch auch nicht. Du hast mir gefehlt, Inge. Du mir auch. Hallo Mama, hast du jetzt... Oh, Matthias. Hallo, Emanuel. Ich bin so froh, dass Matthias nicht mehr passiert ist. Ich wusste gar nicht, dass du auch hier bist. Ja, ja, das hat eine Weile gedauert, bis ich die im Hürther Krankenhaus soweit hatte, mich hierher zu verlegen, nachdem sie herausgefunden haben, wo Regina ist. Hauptsache, wir sind wieder zusammen. Eigentlich schade, dass du schon bald wieder entlassen wirst. Wo ist denn das Problem? Ich komme dich einfach jeden Tag besuchen. Hör ich mal nicht länger stören. Ich gehe jetzt. Ich bin auf dem Handy zu erreichen, komm nachher noch mal wieder. Vielleicht können wir uns ja dann unterhalten. Ihr habt euch noch nicht ausgesprochen? Nein, das wollte ich morgen vor der OP machen. Ich freue mich ja, dass er da ist. Zeitgemäß, aber ein hartes Urteil von deinem Verlegerfreund. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Aber er bescheinigt dir auch großes dramaturgisches Können. Ach, wie gnädig. Gibt's noch was Positives zu berichten? Ja, natürlich. Hm. Hier, du sollst dein Stück bitte zu Ende schreiben. Hm. Ja, ja. Wo steht das? Ja, hier, bitte. Hab ich überlesen.
Oh, tatsächlich. Mhm. Eine zweite dahingehend überarbeitete Fassung möchte sehen. Ja. Ja, dann nehme ich die Unverschämtheit wieder zurück. Gut. Du, wie wär's, wenn wir zur Feier des Tages heute in die Philharmonie gehen? Ach, wo denkst du hin? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Keine Angst, ich komme nachher zu dir nach Hause. Bis später. Ja. Hallo, Inge. Na, da hat es aber jemand eilig. Die Arbeit ruft ihn. Dabei hatten wir gerade erst das Kriegsbeil begraben. Ach, dann freu dich doch. Jetzt hat er überhaupt keine Zeit mehr für mich. Ach, Inge, du wolltest doch, dass er eine neue Aufgabe hat. Ja, aber die muss doch nicht gleich wichtiger sein als ich. Liebelein, wo dich die Kundin doch sowieso so schätzen, überlasse ich dir doch den Friseurbereich am besten ganz. Echt? Oh, Susi, das wäre ja klasse. Guck mal, was ist jetzt David? Oh, was macht der denn hier so Mutterseelen allein? Sieht gar nicht gut aus. Also ich finde, der sieht sehr gut aus. Der erinnert mich so ein bisschen an Pedro de la Rosa, den Rennfahrer. Sag mal, sollen wir den nicht mal ein bisschen aufrichten? Susi, was denn? Ist aber doch auch ein lecker Spätzchen. Der hat doch gerade ziemlich Stress mit Amelie wegen Marlon. Ich rede mal besser lieber allein mit ihm. Dann will ich dir da mal nicht im Wege stehen. Ich sagte reden, sonst gar nicht. Ja, haha, wenn du glaubst, dass reden hilft. Hallo, David. Na, dir geht's nicht so gut. Kann ich dir irgendwie helfen? Hi, was darf ich dir denn bringen? Später, ja? Okay, ja. Ich spar dir dein Mitleid. Steckst auch mit Amelie und Marlon unter einer Decke. Also, wir sind Freunde, wenn du das meinst. Hör zu, ich weiß, was du durchgemacht hast. Aber jeder braucht doch mal einen Menschen, mit dem er reden kann. Ja. Jemanden, dem man vertrauen kann und der einen so richtig gut kennt. Den gibt es. Nur leider hat mich diese Person gerade zum Teufel gejagt. Und? Ist ihr was passiert? Sie scheint einen Schock zu haben. Und hat deshalb Kreislaufprobleme, aber sonst nichts Besonderes. Gott sei Dank. Naja. Deine Mutter hatte bisher immer Glück im Leben. Ja, und Matthias ist auch davon gekommen. Da sind ein paar Platzwunden und was am Kopf. Aber das hatte er schon immer gehabt. Was habe ich nur für einen zynischen Neffen? Ich würde sagen, darauf trinken wir mal. Die Runde geht danke. Auf mich. Ich muss ja auf meine Leber achten. Ach so, stimmt. Der Kelch ist ja an mir vorübergegangen. Meine Leber ist nicht gut genug. Aber jetzt erzähl doch mal, wie lief denn die Versöhnung? Krass, wenn man sich unter solchen Umständen wieder begegnen muss. Ich habe es mir jahrelang vorgestellt, wie es wohl sein wird, wenn wir uns wiedersehen. Ob es eine Versöhnung gibt, dass man sich mal ausspricht. Dass sie mir irgendein Gefühl zeigt. Aber für Regina gibt es noch Matthias, Elena und jetzt natürlich Bruno. Ich bin ihr völlig egal. Verstehe. Tja. Reginas Interesse an dir scheint sich ausschließlich auf deine Leber zu beschränken. Deine Schwester ist eine erwachsene Frau, David. Das geht echt zu weit, wenn du dich weiter so in ihr Leben einmischst. Ich will Amelie doch nur vor einem großen Fehler bewahren. Das bin ich ihr und unserem Vater schuldig. Mhm. Und dieser große Fehler heißt Marlon, oder was? Du musst aufhören, sie zu manipulieren. Dann kann sie dir auch wieder vertrauen. Ich habe alles verloren, was mir irgendwie wichtig war. Mein Vater, unsere Firma und jetzt auch noch Amelie. Da konnte ich immer so sein, wie ich bin. Ja, aber das kannst du doch auch jetzt. Du bist echt okay. Okay? Findest du einen traurigen Vollidioten also okay? Ach, komm, du bist doch kein Idiot. Und außerdem mag ich auch den traurigen David. Du bist echt süß. Das noch mal gleich bei Schiller und Verdi. Sie hat mich nie geliebt. Nein, ihr Herz blieb kalt. Ach, das ist doch viel zu schwülstig. Professore. Ja. Wir haben seit einer halben Stunde Feierabend. Ja, ja, ich bin gleich soweit. Du gehst, ja, wie die Sonne geht. Was meinst du, sie verspricht den neuen Tag? Professore, Sie können doch zu Hause weitermachen. Hm? Bitte, bitte zwei Minuten.
schon Hilfe angefordert. Hm? Ah, da kommt schon Inge. Hallo. Na, mein Schatz, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wollen wir nicht nach Hause gehen? Hm? Oh, Inge, ich war völlig in meinem Text versunken. Ja, aber du kannst doch zu Hause weiterschreiben. Ich verspreche dir, ich werde dich mit allem versorgen, was dein Herz begehrt. Ja, ja, wenn das so ist. Also, dann entschuldigen Sie bitte vielmals und schönen Feierabend noch. Ja. Ja, gute Nacht. Ich weiß. Ciao, ciao. Ja. Inge findet es schon toll, dass er schreibt, ne? Ja, so muss es ja auch sein. Hm? Aber ganz leise, ja? Danke, ich bleibe auch noch ganz kurz. Ist irgendwas? Nein, nein. Ich wollte dich auch gar nicht wecken. Aber wenn du schon mal wach bist, dann könnten wir doch jetzt ein bisschen reden. Wollen wir das nicht lieber morgen machen? Ach klar, dass du mal wieder keine Zeit für mich hast. Doch, aber es ist doch schon so spät. Ich bin mit den besten Absichten zu dir gekommen. Aber leider ist mir mal wieder klar geworden, dass ich dir nichts bedeute. Das ist nicht wahr. Logisch, dass du da widersprichst. Du willst ja auch was von mir. Aber diese Transplantation ist auch für mich ein Risiko. Hier ist meine Einwilligung zu dieser OP. Fällt dir was auf? Sie ist noch nicht unterschrieben. Aber du hast doch gesagt, dass du spendest. Ich habe nicht mehr viel Zeit, Emanuel. Deswegen bin ich hier. Ich unterschreibe das. Aber vorher möchte ich, dass du dein Testament änderst. Ich will, dass du mich zu deinem Alleinerben machst. Willkommen bei Kongstar. Ihre Bestellung bitte. Jetzt ist Telekommunikation so einfach wie Fastfood. Mobilfunk und DSL so flexibel wie du. Kongstar. Du willst es, du kriegst es. Seine letzte Freundin, die hat er in eine Scheinehe gedrängt. Und eine andere zuvor, die hat sich umgebracht. Ich habe die Karibik-Kreuzfahrt gewonnen mit der Berberitze. Das habe ich alles Ihnen zu verdanken, Professorchen. Was trinken Sie? Ich gebe einen aus. Ach, lassen Sie mal, ich habe zu tun. Eins verspreche ich dir, du kleiner Niese. Matthias, was ist denn in dich gefahren? Frau Schäfer hat mich darauf gebracht, dass ich meine Themen ja auch aus der Realität beziehen könnte. Ach so.